Wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 1, Kapitel 12, die Geburt Kaiser Parikshits, Vers Nummer 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tatasarva gunodarke sanukula grahodaye yagi vangshatara pandur buya pandur ivojasa. Tata. Darauf. Sarva. Sarva. Alle. Alle. Guna. Guna. Guten Zeichen. Udarke, sich allmählich entwickelt habend. Sanukula, alle günstig. Alle günstig. Grahodaye, Grahodaye, Konstellation des Sterneinflusses. Yage, Yage, wurde geboren. Wurde geboren. Vamshadara, Vamshadara, zukünftiger Erbe. Erbe. Pando, Pando, Pandus, Pandu. Buja, Buja, Seiend, ja. Pandu Iva, Pandu Iva, genau wie Pandu, genau wie Pandu. Ojasa, Ojasa, an Heldenmut. Heldenmut. Übersetzung. Als darauf allmählich alle guten Zeichen des Tierkreises in Erscheinung traten, wurde der zukünftige Erbe Pandus geboren, der diesem an Heldenmut völlig gleichkommen sollte. Erläuterung. Astronomische Berechnungen der Sterneinflüsse auf ein Lebewesen sind keine Vermutungen, sondern Tatsachen, wie im Srimad Bhagavatam bestätigt wird. Jedes Lebewesen wird in jedem Augenblick durch die Gesetze der Natur beherrscht, so wie ein Bürger durch den Einfluss des Staates beherrscht wird. Die Staatsgesetze werden grobstofflich wahrgenommen, aber die Gesetze der materiellen Natur lassen sich, da sie für unser grobes Verständnis zu fein sind, nicht grobstofflich wahrnehmen. Wie in der Bhagavad Gita 3.9 erklärt wird, bringt jede Handlung im Leben eine Reaktion hervor, die uns bindet, und nur diejenigen, die ihre Handlung Yagya oder Vishnu weihen, werden nicht durch Reaktionen gebunden. Unsere Handlungen werden von den höheren Autoritäten, den Helfern des Herrn, beurteilt, und so wird uns je nach unserem Handeln ein Körper gegeben. Das Gesetz der Natur wird so feinstofflich, dass jeder Teil unseres Körpers von den entsprechenden Sternen beeinflusst wird, und das Lebewesen bekommt unter der Einwirkung solch astronomischer Einflüsse einen Körper, um Tätigkeiten auszuführen und seine Zeit in der materiellen Gefangenschaft abzubüßen. Das Schicksal eines Menschen lässt sich somit anhand der Konstellation der Sterne zur Zeit seiner Geburt feststellen, und ein gelehrter Astrologe weiß ein echtes Horoskop zu erstellen. Dies ist eine bedeutende Wissenschaft, und die Tatsache, dass diese Wissenschaft missbraucht wird, macht sie durchaus nicht nutzlos. Maharaj Parikshit und selbst die Persönlichkeit Gottes erscheinen unter bestimmten Konstellationen guter Sterne, und dementsprechend wird der Einfluss auf den Körper ausgeübt, der zu solch einer günstigen Zeit geboren wird. Die günstigste Sternkonstellation tritt ein, wenn der Herr in der materiellen Welt erscheint. Sie trägt die besondere Bezeichnung Jayanti und darf für keinen anderen Zweck missbraucht werden. Maharaj Parikshit war nicht nur ein großer Kshatriya-Kaiser, sondern auch ein großer Geweihter des Herrn. Er konnte daher gar nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt geboren werden. So wie ein angemessener Ort und eine geeignete Zeit für den Empfang einer ehrenswerten Persönlichkeit gewählt werden, so wird auch für den Empfang einer Persönlichkeit wie Maharaj Parikshit, dem die besondere Sorge des höchsten Herrn galt, ein geeigneter Augenblick gewählt, wenn alle günstigen Sterne zusammenkommen, um ihren Einfluss wirken zu lassen. So wurde Maharaj Parikshit geboren, um als der große Held des Srimad Bhagavatam bekannt zu werden. Ein solch vorteilhaftes Zusammenwirken astraler Einflüsse ist niemals die Schöpfung eines menschlichen Willens, sondern eine Fügung der höheren Aufsicht des höchsten Herrn. Allerdings geschieht dieses Zusammenwirken je nach der guten oder schlechten Taten des Lebewesens. Hierin liegt die Bedeutung frommer Werke, die das Lebewesen vollbringt. Nur durch fromme Handlung können uns Reichtum, eine gute Bildung und körperliche Schönheit gewährt werden. Die Sanskaras der Schule des Sanatan Dharma, der ewigen Tätigkeit des Menschen, sind in hohem Maße geeignet, Bedingungen zu schaffen, unter denen man gute Sterneinflüsse nutzen kann. Und deshalb ist Galvadana Sanskara,
die für die höheren Kasten vorgeschriebene erste Läuterungszeremonie für die Samengebung, der Anfang aller frommen Handlungen, um eine gute, fromme und intelligente Klasse von Menschen innerhalb der Gesellschaft zu schaffen. Nur durch eine gute und geistig gesunde Bevölkerung wird es Frieden und Wohlstand auf der Welt geben. Hölle und Unruhe herrschen nur aufgrund der ungewollten, geisteskranken Bevölkerung, die der Geschlechtslust verfallen ist. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine, Mir Vishesha Shunyavadi Paschketa Desha Tadine. Vancha Kalpadarupyascha, Kripa Sintubhya Evacha, Patitanam Pavanyebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shivasari Gaura Bhakta Vinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und da soll mal jemand sagen, dass Srimad Bhagavatam wäre dogmatisch und fanatisch. Und es geht nur darum, darüber zu sprechen, wer Krishna ist und wie man Krishna dient. Denn in dieser Erläuterung erklärt Prabhupada nicht nur die feineren Naturgesetze, sondern letztendlich gibt uns Prabhupada in dieser Erläuterung eine Anleitung für materielles Glück und materiellen Wohlstand, materielle Schönheit, materiellen Ruhm. Denn dadurch, dass Prabhupada hier erklärt, wie die subtilen Gesetze der Natur funktionieren, nämlich inwieweit der Einfluss der Energien der materiellen Welt unseren Körper und damit auch letztendlich unser Schicksal in diesem Leben bestimmt, dass das abhängig davon ist, dass wir, ob wir fromme Handlungen vollführen oder nicht. Das heißt, er erklärt hier, Prabhupada erklärt, dass das Gesetz des Karma ausschlaggebend dafür ist, wie sich unser Leben gestaltet. Und dass deswegen jeder von uns verantwortlich dafür ist, wie es ihm geht. Wir geben gerne die Verantwortung ab. Oh, ich kann ja nichts dafür, dass es mir so geht, wie es mir geht, weil die Regierung macht dies und das oder andere Menschen machen dies und das. Ich könnte ja glücklich sein, aber meine Eltern haben sowas und sowas mit mir gemacht, als ich klein war. Oder mein Chef ist dies und das, deswegen bekomme ich nicht mehr Geld. Aber letztendlich, diese Dinge mögen vordergründig vielleicht wahr sein, aber sie sind doch nur Ausdruck dessen, was schon in der karmischen Matrix, die wir so mit uns tragen, schon festgelegt ist für dieses Leben. Das Gesetz des Karma bestimmt, welchen Körper wir erhalten, aber nicht nur auf einer groben Ebene. Also es bestimmt nicht nur, ob ich braune Haare habe oder schwarze Haare, ob ich kurz oder lang bin, ob ich Mann oder Frau bin, Mensch oder Tier, sondern diese Bestimmung des Körpers in einem Leben beinhaltet auch Talente, Fähigkeiten, Einschränkungen, Krankheiten vielleicht, die man von Geburt an mit sich trägt im Körper. Aber darüber hinaus auch gewisse Erfolge und Misserfolge, die sich im Leben einstellen können. Und die Frage ist jetzt, naja, dann heißt es doch letztendlich, dann sprechen wir hier doch von einem festen Schicksal. Warum müssen wir dann überhaupt irgendetwas tun, uns für irgendetwas bemühen, versuchen irgendetwas zu erlernen, uns zu verbessern in irgendetwas, an unserem Charakter zu arbeiten, wenn alles vorherbestimmt ist. Aber das Verständnis des Karmas in der vedischen Philosophie geht einen Schritt weiter, als nur so einen statischen Moment, eine statische Momentaufnahme zum Moment der Geburt zu geben, mit einem Blick in die Zukunft. Sondern letztendlich, was das Karma erschafft, ist so etwas wie ein Spielfeld und Spielregeln für jeden Einzelnen von uns. Wir können uns das vorstellen wie ein Tennisfeld oder ein Fußballfeld. Es ist ein abgesteckter Raum. Wenn man darüber hinausgeht, dann verlässt man dieses Spielfeld. Und innerhalb dieses Spielfeldes gibt es ganz bestimmte Regeln. Wie beim Fußball. Manche Sachen darf man, manche darf man nicht. Und
jeder Spieler auf diesem Feld hat bestimmte Aufgaben. Und genauso erschafft das Karma für uns ein individuelles Spielfeld. Das sind die groben Regeln. Sag immer, ich wäre als Kind, habe ich immer davon geträumt, Pilot in einem Kampfflugzeug zu werden. Dann irgendwann habe ich gelesen, naja, diese Leute dürfen nicht über 1,75 Meter groß sein, weil sonst passen sie da nicht rein. Als ich das gelesen habe, war ich aber schon 1,85 und da war für mich klar, das wird in diesem Leben nichts. Das sind so die groben äußeren Regeln, die uns unser Karma mit uns gibt. Bestimmte Wünsche können wir uns vielleicht nicht erfüllen, weil es ist halt einfach nicht möglich. Ich kann mir nicht 10 cm aus meinem Oberschenkel schneiden, damit ich in so ein Flugzeug passe. Geht halt nicht. Genauso gibt es andere grobe Regeln, die uns einschränken in unserem Handeln. Das Land, in dem wir geboren werden. Ob wir Zugang zu Bildung haben, ob wir Zugang zu Gesundheitssystemen haben, aufgrund unserer Geburt. Das bestimmt einen ganz großen und fundamentalen Aspekt unseres Lebens von vornherein, über den wir keinen Einfluss haben. Der aber das Spielfeld ganz klar absteckt. Und dann gibt es auf diesem Spielfeld gibt es bestimmte Regeln. Und das kann man sagen, das ist so wie unsere Talente oder unsere Einschränkungen. Das heißt, dieses Spielfeld, das Karma, heißt nicht, du darfst jetzt nur genau einen Schritt vor den anderen machen. Du darfst nur in eine Richtung gehen. Das Spielfeld kann sehr groß sein. Für manche Menschen ist es sehr, sehr groß. Für andere ist es sehr klein. Aber innerhalb dieses Spielfeldes können wir uns bewegen. Wir können nach links gehen, nach rechts gehen, nach vorne, nach hinten. Wir können uns entwickeln. Innerhalb bestimmter Grenzen, die wir nicht überschreiten können. Heutzutage versuchen wir, alle Grenzen aufzuheben. Männer werden zu Frauen werden zu Männern. Michael Jackson wäre gern ein Weißer gewesen, hat das versucht diese Grenze aufzuheben. Das heißt, wir versuchen heutzutage, diese Grenzen zu überwinden, aber es ist eigentlich nicht möglich. Es ist ein etwas Künstliches. Innerhalb dieses Spielfelds, je nachdem, wie groß es für uns individuell ist, können wir uns bewegen, können wir uns entwickeln, können wir bis an unsere Grenzen stoßen und manchmal vielleicht sogar ein wenig darüber hinaus. Und das ermöglicht uns, diese Bewegung innerhalb dieses Spielfelds wird uns ermöglicht durch unsere Talente. Oder vielleicht auch durch unsere Einschränkungen, die wir haben. Unsere mentalen Kapazitäten, unsere physischen Kapazitäten. Und all dies wird festgelegt durch unser Karma. Aber, und das ist das Interessante dabei, das Karma gibt uns diesen Rahmen vor, aber gleichzeitig ist Karma auch dynamisch. Es ist nicht statisch. Das heißt nicht, dass du niemals eine andere Sprache erlernen kannst, selbst wenn du kein Talent dazu hast. Doch, du kannst es, aber da das Karma dir diese Fähigkeit nicht gibt, das einfach so zu lernen, musst du vielleicht sehr hart dafür arbeiten. Harte Arbeit, harte Arbeit, harte Arbeit. Das heißt ja auch, dass zum Erfolg, was gehört zum Erfolg, wenn man sich das in so einem Kreis vorstellt, der aus 100 kleinen Stücken besteht, davon ist ein Stück vielleicht Talent. Ein anderes kleines Stück vielleicht Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist auch Karma. Aber der Rest des Kuchens, die anderen 90 Stücke, sind harte Arbeit. Das heißt, selbst diejenigen, die erfolgreich sind in irgendwas in diesem Leben, das heißt nicht, dass denen automatisch immer alles in den Schoß fällt. Das gibt es mal, das sind so Ausnahmen, von denen dann jeder träumt, oh, so ein Leben hätte ich auch gerne, wo ich nichts machen muss, wo einfach alles automatisch mir in den Schoß fällt und ich schön, reich, berühmt und erfolgreich bin. Aber wenn man sich das Leben dieser Menschen mal genauer anschaut, dann merkt man, da ist viel harte Arbeit dabei. Manchmal im Äußeren, manchmal aber auch im Inneren. Erfolgreiche Menschen haben oft mit sich selbst zu kämpfen. Findet die harte Arbeit im Kopf statt? In dem Dialog mit sich selbst, sich zu motivieren, sich weiterzubringen und viele andere Themen. Das heißt nicht, dass es, nur weil es äußerlich so scheint, als wenn jemand ein gutes Karma hätte, dass das Karma auch wirklich gut ist, weil wir wissen nicht, was im Inneren eines Menschen passiert. Und manchmal manifestiert sich das in Anführungszeichen schlechte Karma im Inneren eines Menschen, indem man mit Depressionen kämpft oder mit anderen psychischen Herausforderungen. Oder in Beziehung mit Menschen.
So, das ist der Rahmen, den uns das Karma gibt. Und dieser Rahmen wird von Leben zu Leben bestimmt durch unser Karma, was resultiert aus unseren vorangehenden Handlungen. Das heißt, das, was ich in diesem Leben tue, verändert diese karmische Matrix, verändert die Zusammensetzung dieses Puzzles. So ein bisschen so, kennt ihr das noch, als Kind gab es diese Puzzlespiele, es war so ein Quadrat mit neun Stückchen und eins hat gefehlt, sodass man die verschieben konnte. Und dann musste man diese 8 Stücke, die waren alle durcheinander, und dann musste man die verschieben, sodass das Bildchen am Ende erscheint, was man da sehen wollte. Kennt ihr das noch? Das ist so ein bisschen wie unser Karma. Diese ganzen karmischen Blöcke, ne, durch unsere Handlung verschieben die sich ständig. Oder wie so ein Zauberwürfel. Ne? Ständig wird irgendeine Konstellation verändert, die sich dann auswirkt in unserem jetzigen Leben, aber auch in unserem nächsten Leben. Und wie bekommen wir es nun hin, einen positiven Einfluss, eine positive Veränderung zu erwirken? Ist es überhaupt möglich oder sind wir nur ein Spielball der Energien der Natur? Prabhupada erklärt hier, dass fromme Handlungen dazu führen, dass sich unser Karma in eine Art und Weise verändert, dass wir materiell glücklich und zufrieden werden oder glücklicher und zufriedener werden können, indem wir eine gute Geburt nehmen, in einer Familie, die uns liebt, die uns umsorgt, die uns Bildung zur Verfügung stellt, die uns Gesundheit gibt und so weiter. Das ist ein Ausdruck unserer frommen Handlung aus vorherigen Leben. Das heißt, das Bhagavatam, und Prabhupada bezieht sich hier auf die Bhagavad Gita, letztendlich die Bhagavad Gita gibt uns eine ganz klare Anleitung, wie wir in diesem Leben, in dieser und im nächsten Leben, in dieser materiellen Welt glücklich und zufrieden werden können. Indem wir den Regeln des Dharma folgen, indem wir rechtschaffend sind, indem wir uns moralischen und ethischen Werten unterordnen und gemäß ihnen handeln. Indem wir uns um andere sorgen, indem wir uns um die Umwelt sorgen, um die Natur, um andere Lebewesen. Indem wir uns nicht selber immer in den Vordergrund stellen. Den Egozentrismus der materialistischen Lebensweise versuchen aufzugeben. Materialismus bedeutet im Kern, alles dreht sich nur um mich. Hauptsache ich habe Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß, ich will Spaß. Diesen schönen deutsche Lied aus den frühen 80ern, glaube ich. Das ist die Kernaussage des Materialismus. Sich selber mal hinten anzustellen und zu sagen, nein, ich tue etwas für andere. Das ist letztendlich das, was uns in diesem Leben und im nächsten Leben zu einem positiven karmischen Einfluss verhelfen wird. Aber das Bhagavatam wäre nicht das Bhagavatam, wenn es uns nicht aufzeigen würde, dass letztendlich all das ist zwar schön und gut, aber es ist irgendwo auch Zeitverschwendung. Weil selbst wenn wir materiell alles Mögliche erreichen, was uns wichtig ist, ist doch jedes Glück in dieser materiellen Welt sehr zeitweilig. Aber das Bhagavatam ist kein Pessimist. Das Bhagavatam sagt nicht einfach nur, oh, in dieser Welt ist alles schlecht. Keine Chance. Du hast keine Chance auf ewiges Glück. Du hast eine Chance auf zeitweiliges Glück. Wir können lernen, wie wir das erreichen, dieses zeitweilige Glück. Aber ewiges Glück hast du Pech gehabt. Gibt es nicht. Es gibt genug Philosophien in dieser Welt und sogar religiöse Weltanschauungen, die sagen, wir sind zu ewiger Verdammnis verdammt. Zu ewigem Unglück verdammt. Es ist halt einfach so. Nein, das Bhagavatam gibt uns die Lösung, indem es dieses karmische Spiel als einen Kreislauf erklärt. Und Karma ergibt nur dann Sinn, das Gesetz des Karma ergibt nur dann Sinn, wenn wir es in Beziehung setzen zu einem anderen subtilen Naturgesetz, nämlich dem Gesetz der Reinkarnation. Ansonsten ergibt es keinen Sinn. Wenn man nur Karma versteht, philosophisch, aber Reinkarnation nicht, dann erscheint Karma keinen Sinn zu ergeben. Weil wo kommt das her und wo führt das hin? Dann scheint es ungerecht zu sein. Warum werden Kinder mit Krebs geboren?
Warum müssen manche Menschen in Regionen der Welt Geburt nehmen, wo sie hungern müssen? Und so weiter. Das heißt, diese beiden Komponenten müssen immer im Zusammenhang gesehen werden. So, dieser Kreislauf ist ein geschlossener Kreislauf in der materiellen Welt. Das heißt, wir tun gute Dinge, wir nehmen eine gute Geburt, wir tun nicht so gute Dinge. Die Qualität unseres nächsten Lebens wird sich vielleicht dadurch verringern. Und so geht es auf und ab. Für immer und immer und immer läuft das Karussell weiter. Und das Bhagavatam sagt jetzt, Moment, man kann diesem Kreislauf entkommen. Man kann diesen Kreislauf unterbrechen. Und wie? Ganz einfach, indem man seine Handlungen, das, was man tut in diesem Leben, Krishna weiht. Indem wir das, was wir tun, für Krishna tun. Aber um das, was wir tun, für Krishna zu tun, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen erlernt haben oder ein bisschen verstanden haben, was es überhaupt bedeutet, etwas für andere zu tun. Das heißt, uns fällt es wesentlich leichter, diesen Schritt zu tun, diesen radikalen Schritt zu tun, unsere Handlung Krishna zu opfern, wenn wir schon uns ein bisschen qualifiziert haben. Jemand, der total selbstzentriert ist, total egoistisch ist, na, wie wird der Krishna dienen? Okay, ich gebe dir was und du gibst mir was. Ich tue was für dich, weil ich was will. Ich mache ein Geschäft daraus. Und das ist das, wie die meisten von uns denken, wenn wir an Religion denken, oder? Oder an Spiritualität. Selbst heutzutage. Spiritualität ist zum Haushaltswort geworden. Jeder ist irgendwie spirituell aktiv heutzutage. Jeder meditiert ein bisschen oder versucht Achtsamkeit zu üben oder irgendwas etwas für sich selber zu tun. Aber warum? Warum machen wir das? Für Gesundheit, für mein mentales Wohlergehen, damit ich nicht so einen Stress habe. Oh, wie getan? Ja. Ja. Geh mal zu Mama. Sollen wir was machen? Warum sind wir spirituell aktiv? Warum machen wir Yoga? Warum meditieren wir? Weil wir etwas wollen. So der Paradigmenwechsel von, es geht nicht um mich, es geht hier um jemand anderes. Ich opfere diese Tätigkeiten, ich mache das für jemand anderen, um jemand anderen zu erfreuen, fällt uns unglaublich schwer. Warum? Weil wir noch in diesem Paradigma hängen, dass es dreht sich alles um mich. Wir sind letztendlich noch materialistisch in unserem Denken, in unserem Handeln. Aber das Schöne ist, dass dieser Moment, in dem wir sagen, ich tue etwas für Krishna, ist es keine einmalige Angelegenheit. Das heißt nicht, jetzt sage ich, ich tue was für Krishna und wenn ich es jetzt nicht tue, na dann war es das. Sondern ich treffe die Entscheidung, mein Handeln Krishna zu opfern und ab dem Zeitpunkt an übe ich, erlerne ich. Verbessere mich in diesem Bewusstsein. Das heißt, Bhakti ist keine Einbahnstraße. Bhakti bedeutet nicht, dass alles oder nichts sofort. Entweder liebst du Gott jetzt oder du liebst ihn niemals. Sondern wir können langsam erlernen, Gott zu lieben. Wir können das üben. Und das ist das, was wir hier tun gemeinsam. Deswegen hören wir aus dem Bhagavatam, deswegen kommen wir zusammen, deswegen streichen wir den Tempel. Deswegen versuchen wir etwas für andere zu tun, für die Devotis, für andere Menschen. Immer in diesem Bewusstsein, das tue ich, um Krishna eine Freude zu machen. Deswegen meditieren wir, deswegen machen wir Yoga, deswegen versuchen wir gesund zu sein, körperlich und mental, um Krishna eine Freude zu machen. Und das ist letztendlich der Moment, an dem wir es schaffen, diesen Kreislauf zu unterbrechen, diesem Kreislauf zu entkommen. Indem wir zumindest den Wunsch haben, das, was wir tun, für Krishna zu tun. Und ab dem Zeitpunkt erlernen wir es, üben wir es, immer wieder. Und mal schaffen wir es nicht. Aber wenn wir ernsthaft sind, dann versuchen wir uns
zu verbessern. Versuchen herauszufinden, wie kann ich mich noch mehr auf Krishna konzentrieren in dem, was ich tue. Aber Krishna ist so wunderbar, weil Krishna ist kein Automat. Krishna ist kein Roboter. Krishna ist kein Bot, der irgendwo im transzendentalen Netz unterwegs ist. Kennt ihr das? Heutzutage auf vielen Webseiten, da gibt es dann die Möglichkeit, in einem Chatfenster eine Frage zu stellen, wenn man in einen Shop geht oder zu einer Airline oder so. Braucht man keine E-Mail mehr schreiben, kann man direkt einen Chat schreiben. Aber wer antwortet einem da? Kein Mensch, sondern der Computer antwortet, ein Bot, ein programmiertes Programm. Hallo, schön, dass du hier bist. Danke für deine Frage. Ich habe hier folgende Antwortmöglichkeiten für dich. Triff davon was zu. Krishna ist kein Bot. Das heißt, wenn wir Krishna etwas darbringen, dann reagiert er nicht automatisch daraus mit einem vorprogrammierten Automatismus. Sondern Krishna ist eine Person. Eine individuelle Person. Und als Und das ist das Wunderbarste überhaupt an Krishna, als eine solche Person ist ihm daran extremst gelegen, dass wir unsere liebevolle Beziehung mit ihm wieder aufbauen. Und deswegen gibt er uns Vorschuss um Vorschuss um Vorschuss. Er wartet nicht darauf, bis wir die perfekte Frage in das Chatfenster stellen oder die perfekte Antwort geben, sondern alleine die Intention, oh Krishna, ich würde gern für dich, perfekt, super. Das reicht mir vollkommen aus. Der Wunsch, Krishna zu dienen, ist für Krishna gleichwertig mit dem Dienst. Das bedeutet für uns, wenn wir diesen Kreislauf von Geburt und Tod verlassen, tun wir es in dem Moment, wo wir sagen, oh Krishna, ich würde gern. Und wenn wir ab dem Zeitpunkt versuchen, den Wunsch entwickeln, etwas für Krishna zu tun und das natürlich auch immer wieder probieren und machen, aber wenn der Wunsch da ist, dann akzeptiert Krishna alles. Und was sagt Prabhupada am Ende dieser Erläuterung? Dass wenn jemand seine Handlung Yajna oder Vishnu weiht, ja, dann verlässt er diesen Kreislauf von Geburt und Tod. Das heißt, das ist das, worauf wir achten müssen in unserem spirituellen Leben. Was ist meine Intention? Was ist meine Motivation? Warum mache ich das? Versuche ich hier mit Krishna zu dienen? Oder würde ich zumindest? Vielleicht streiche ich jetzt gerade, weil Streichen macht mir so viel Spaß. Deswegen komme ich heute, um hier zu helfen, weil ich streiche halt gern. Das heißt, ich tue es nicht für Krishna. Aber dann kann ich denken, Moment mal, ich würde es ja eigentlich gern für Krishna tun. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, aber ich würde gern. Für Krishna kein Unterschied. Super. Dankeschön. Das heißt, Krishna macht es uns unglaublich einfach. Krishna gibt uns ein komplexes, allumfassendes System, wie wir die materiellen Energien, die subtilen materiellen Energien in dieser Welt zu unserem Vorteil verwenden können, indem wir das Gesetz des Karma und der Reinkarnation verstehen und uns zu unserem Vorteil verwenden, indem wir fromme Handlungen vollführen oder uns moralisch, ethisch korrekt verhalten. Aber dieses System ist komplex und auch anstrengend. Krishna zu dienen ist nicht anstrengend. Krishna zu dienen ist etwas, das Spaß macht. Wo uns Krishna aktiv unterstützt. Wo er uns nicht einfach nur in das System entlässt und sagt, so, hier sind die Spielregeln, jetzt mach mal. Sondern Krishna greift aktiv in unser Leben ein, macht es uns einfach, bringt uns zu ihm. Er bringt uns zu ihm. Das ist das Wunderbare an Krishna. Das heißt, sobald wir uns Krishna zuwenden, verändert sich diese Welt für uns fundamental. Sie ist nicht mehr ein kalter, mechanischer Ort, sondern in dem Moment wird diese Welt für uns wirklich von Leben erfüllt. Weil wir ständig in einer Beziehung stehen mit einem Gott, der verspielt ist, der liebevoll ist, der Spaß hat, der Charakter hat, der so viel Interesse an uns hat, wie wir uns das gar nicht vorstellen können.
In eine solche Beziehung geben wir uns und so gestaltet sich unser Leben, unser Alltag auf einmal. Immer begleitet von einer solchen Person. Unser Leben ist komplett anders. Das klingt doch gut, oder? Wer hätte gern so ein Leben? Wie schaffen wir das? Indem wir zu Jagannath sagen, ich würde dir gerne dienen, Jagannath. Und uns dann ernsthaft bemühen. Und uns nicht unterkriegen lassen von den Schwierigkeiten, die wir auf dem Weg erfahren. Dass wir es mal vielleicht nicht wollen oder mal vielleicht nicht können. Und zumindest immer wieder zu Jagannath beten, Krishna. Jagannath, ich würde dir gerne dienen. Und dann kommt er und dann so umarmt uns mit seinen großen Armen und sagt, super, ich nehme dich mit auf dieser Reise. Aber auch auf dieser Reise sind wir natürlich noch Teil dieser materiellen Welt. Bis wir diese materielle Welt verlassen, sind wir in dieser materiellen Welt. Das heißt, wir sind auch, dieser Körper unterliegt auch immer noch den Einflüssen der materiellen Energie. Aber jetzt nicht mehr unter der Kontrolle der kalten, harten Naturgesetze, sondern unter der Kontrolle Krishnas. Das heißt, das, was diesem Körper widerfährt, im grobstofflichen und feinstofflichen Körper, widerfährt uns als Devotis, oder zumindest als Devotis, versuchen wir es so zu verstehen, widerfährt uns, um uns zu unterstützen in unserer spirituellen Entwicklung. Die guten Dinge, die uns widerfahren, genauso wie die Herausforderungen. Mit denen konfrontiert uns Krishna, damit wir wachsen können, damit wir reifen können in unserem Krishna-Bewusstsein. Weil das ist letztendlich das Ziel allen Karmas. Das Ziel allen Karmas ist, uns eine Lernaufgabe zu präsentieren, an der wir wachsen können, an der wir reifen können. Und als Devotee ist es nicht nur eine Lernaufgabe, um materiell zu wachsen, materiell zu reifen, sondern spirituell zu wachsen und zu reifen. Gibt dem Ganzen eine völlig andere Qualität. Und das beinhaltet aber natürlich auch. Spirituelle Reife bedeutet, dass man sich auch materiell korrekt verhält. Und damit möchte ich enden, dass als Devotee hat man manchmal dieses falsche Verständnis, dass, oh, wenn ich tue jetzt alles für Krishna, deswegen gelten materielle Regeln für mich nicht mehr. Spirituelle Reife bedeutet, all das andere ist dort mit eingeschlossen. Das ist Teil davon. Wenn ich mich spirituell reif verhalte, dann bedeutet das automatisch auch, dass ich mich auch materiell korrekt verhalte. Das gehört dazu, zu diesem Paket. Es wäre so, als wenn ich mir ein Software-Upgrade kaufe, dann ist alles, was die günstigere Variante ist, da automatisch mit inbegriffen. Das heißt, wenn ich mich auf der höchsten Ebene des Bewusstseins verhalte in dieser Welt, dann sind die niederen Ebenen automatisch damit drin. Wenn ich spirituell handle in dieser Welt, dann ist automatisch gleich das beste materielle Handeln damit inbegriffen. Oder sollte es zumindest. Das heißt für uns als Devotees, wenn wir spirituell handeln, dann ist das nicht etwas, was in so einer Blase passiert, losgelöst von allem, was um uns herum geschieht, sondern wir sind in dieser Welt. Und wir verhalten uns in dieser Welt so gut, als wir irgendwie können. Nach den Regeln dieser Welt. Aber mit einem anderen Bewusstsein, mit einer anderen Qualität unseres Handelns. Hm. Vielleicht Fragen dazu oder Kritik? Zweifel? Juri. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Ich möchte fragen, du hast gesagt, Sachen, was wir machen in unserem Leben, hängen von Karma ab. Kleinteil und Großteil von unserem harte Arbeit. Ich möchte fragen über die Beziehung. Wenn wir jemanden treffen möchten, das hängt von Schicksal ab. Das heißt, das ist schon bekannt, dass in diesem Moment wir treffen jemanden, oder müssen wir auch hart arbeiten, damit wir jemanden treffen? Auch das ist Karma. Eine Beziehung einzugehen mit einer Person, auch das ist Karma. Wie viele Menschen träumen davon, die Traumfrau oder den Traummann ihres Lebens zu finden, aber irgendwie passiert das nicht so einfach. Dann hört man auch da wieder die Geschichten aus den oder die Biografien anderer Leben, wo sich zwei Menschen in der U-Bahn begegnen und der Funke springt über und den Rest des Lebens leben sie glücklich und zufrieden zusammen. Und man denkt sich, oh, sowas hätte ich auch gerne. So einfach, so unkompliziert.
Für manche Menschen ist es ein langer Prozess, den richtigen Partner im Leben zu finden. Warum? Weil auch das ist Karma. Für manche Menschen ist es das Karma, sehr einfach mit einer Person, mit der sie zusammenleben können, zusammenzufinden. Für andere Menschen bedeutet es eine Anstrengung, eine Bemühung. Eine Bemühung im Äußeren, aber wahrscheinlich noch viel mehr eine Bemühung auch im Inneren, an sich selber zu arbeiten, dass man beziehungsfähig ist. Oder dass man sich realistisch einschätzt. Dass man vielleicht nicht immer davon träumt, keine Ahnung, das ist jetzt sehr oberflächlich, aber das Topmodel zu heiraten, sondern vielleicht auch darauf schaut, was sind denn die Werte eines Menschen, die mir wichtig sind. Das war jetzt ein sehr oberflächliches Beispiel, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen will. Das heißt, auch das ist auch Teil unseres Karmas. Für manche Menschen ist es das Karma, dass sie sehr einfach mit einer Person zusammenkommen und sehr einfach eine Beziehung eingehen, aber dann in dieser Beziehung sehr viele Probleme haben. Und dass da vielleicht die karmische Lernaufgabe ist, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, ja, das sind Dinge, das ist mein Karma. Es ist nicht die Schuld der anderen Person, dass wir Probleme in der Beziehung haben. Das heißt, ich muss jetzt auch versuchen, an mir zu arbeiten. Die gleichen Probleme würde ich mit jeder anderen Person auch haben. Deswegen lass mich jetzt in dieser Beziehung versuchen, korrekt zu handeln. Karma ist so individuell, so unterschiedlich. Es gibt schon so Karma-Cluster, wo man sieht, es gibt so verschiedene Arten von Menschen, die haben ähnliche Probleme. Das heißt ja nicht, dass jeder von uns völlig einzigartig mit seinen Problemen oder seinen Erfolgen ist. Wir finden uns ja oft in anderen Menschen wieder, aber auch das ist Karma. Aber es heißt, Karma bedeutet nicht, dass nur weil etwas schwierig ist, dass wir uns nicht bemühen sollten. Nur weil etwas nicht einfach und automatisch in unserem Leben erscheint, dass es nie passieren wird. Aber durch Selbstreflexion, durch Aufmerksamkeit kann man anfangen zu verstehen, naja, was sind denn vielleicht die Lernaufgaben, die ich erstmal erfüllen muss, damit sich mein Wunsch erfüllt. Auf eine Art und Weise, die ich mir vielleicht jetzt noch nicht vorstellen kann. Und was ist die Motivation? Was ist meine Motivation dabei? Ist meine Motivation, einen Lebenspartner zu finden, damit ich eine Haushaltshilfe habe oder einen Kotzkübel, dem ich einfach alle meine Probleme immer nur offenbaren kann, oder jemand, der mich finanziell unterstützt oder was auch immer, oder suche ich eine Person, mit der ich gemeinsam die Höhen und Tiefen des Lebens gehen kann, und als Devoti suche ich jemanden, mit dem ich gemeinsam Krishna dienen kann, der mich unterstützt und den ich unterstützen kann. Das heißt auch da wieder, wenn die Motivation passt, dann fügen sich auch diese karmischen Puzzleteile. Weil dann haben wir unsere Lernaufgabe vielleicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet oder weiterhilft. Aber und so ist es ja nicht nur mit Liebesbeziehungen, so ist es mit jeder Beziehung im Leben. Geschäftsbeziehungen genauso. Ich wünsche mir vielleicht auch, den perfekten Geschäftspartner zu finden oder den perfekten Kunden oder was auch immer. Genau das gleiche Thema. Noch andere? Den Unterschied Karma und Inkarnation? Den Unterschied? Na, das ist nicht der Unterschied, sondern Karma und Reinkarnation, diese beiden philosophischen Prinzipien funktionieren nur in Kombination miteinander. Das heißt, Karma ohne Reinkarnation ergibt keinen Sinn, weil wenn wir zu der Geburt in diesem Leben schon mit bestimmten Fähigkeiten und Problemen kommen, wo kommen die denn her? Wer sagt denn, dass das so sein soll? Wer ist denn dafür verantwortlich? Und wenn wir Reinkarnation haben ohne Karma, naja, dann was ist denn dann? Ist es dann einfach nur ein Würfelspiel? Schauen wir mal, was wir im nächsten Leben werden. Ein Pferd, okay. Oder ein Halbgott. Nee. Diese beiden Dinge ergeben nur Sinn. Philosophisch ergeben sie nur Sinn, wenn man sie in Beziehung zueinander versteht. Und versteht, die Verantwortlichkeit liegt bei einem selber, bei niemand anders. Das habe ich versucht damit zu sagen. Ja. Question. Should try
make an effort, but not to be attached to the result. That's how. According to your karma, it depends how much effort you have to input, but if you're attached to the result, that means the motivation is included. You have to leave it up to Krishna. If it doesn't happen, then it's not going to be yet. So this is the magic. Ja, absolut. Ja, als Devotee, es gibt immer noch eine zusätzliche Dimension des Verständnisses. Wie Shori gerade richtig gesagt hat, als Devotee bemühen wir uns, aber das Ergebnis hängt von Krishna ab. Weil, wie anfangs gesagt, als jemand, der versucht, Krishna zu dienen, verändert sich unser Leben fundamental, weil Krishna aktiv einen Einfluss auf unser Leben nimmt. Das heißt, wir bemühen uns, wir versuchen etwas, aber das, was am Ende dabei rauskommt, hängt davon ab, ob Krishna, der perfektes Wissen hat von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, ob er weiß, das ist für uns spirituell hilfreich. Dieses materielle Karma zu erlangen, hilft uns in unserem spirituellen Leben oder auch nicht. Und deswegen bemühen wir uns, und dann, wenn etwas passiert, sind wir Krishna dankbar. Wenn etwas nicht passiert, sind wir auch Krishna dankbar. Nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn es nicht passiert, Krishna dankbar zu sein. Große Lernaufgabe. Aber auch eine Lernaufgabe, Krishna dankbar zu sein, wenn etwas passiert. Weil unser automatischer Reflex, wenn etwas passiert, dann, aha, ich habe es geschafft. Krishna hat es geschafft. Aber die größere Lernaufgabe für die meisten von uns ist, Krishna dankbar zu sein, wenn das nicht passiert. Warum, Krishna? Ja. Ja. Der Vers war, als darauf allmählich alle guten Zeichen des Tierkreises in Erscheinung traten, wurde der zukünftige Erbe Pandus geboren, der diesem an Heldenmut völlig gleichkommen sollte. Krishna kann jede Grenze verändern. Für Krishna gibt es keine Grenzen. Diese Grenzen des Spielfelds gelten auf der materiellen Ebene. Auf der spirituellen Ebene gibt es keine Grenzen. Aber wenn Krishna so etwas tut, dann wie würde das in dieser Welt wahrgenommen? Normalerweise bezeichnet man sowas dann als ein Wunder. Und diese Dinge passieren sehr, sehr selten. Weil es einfach eine Aufmerksamkeit nach sich zieht, die unnötig ist. Oder auch etwas, was für die spirituelle Entwicklung eines Menschen eigentlich nicht nötig ist, weil diese Welt ist ja von Krishna perfekt erschaffen. Das heißt, auch das Karma, was du in diesem Leben hast, ist eigentlich für deine spirituelle Entwicklung perfekt. Ob es ein Anführungszeichen gutes Karma ist oder schlechtes Karma, spielt keine Rolle, weil aus der spirituellen Perspektive ist Karma neutral. Karma ist völlig neutral. Wir denken, es gibt gutes Karma und es gibt schlechtes Karma. Die Grenze ist gut für mich oder schlecht für mich. Das ist unsere Perspektive. Krishna hat eine ganz andere Perspektive. Die spirituelle Perspektive ist, Karma ist neutral. Meine Armut kann mich motivieren, Krishna bewusst zu werden. Oder mein Reichtum kann mich motivieren, Krishna bewusst zu werden. Meine Gesundheit kann mich motivieren, Krishna zu dienen. Oder meine Krankheit kann mich motivieren, Krishna zu dienen. Und das, was wir als gutes Karma bezeichnen, ist oft ein Hindernis im spirituellen Leben. Das heißt, diese Auffassung von Grenzen als etwas Einschränkendes ist spirituell nicht da. Das ist eine materielle Sichtweise. Und deswegen für einen Menschen mit einer materiellen Sichtweise, der versucht, diese Grenzen zu überwinden. Für jemanden mit einer spirituellen Sichtweise,
der kann diese Grenzen viel leichter akzeptieren, weil sie spielen für ihn keine Rolle, sie schränken ihn nicht ein. Er akzeptiert, ich habe nun mal diesen Körper, diese Einschränkung, dieses Karma, alles, was dazugehört. Aber der Dienst zu Krishna ist von nichts von dem abhängig. Jemand, der blind ist, kann Krishna dienen. Jemand, der taub ist, kann Krishna dienen. Jemand, der schön singen kann, kann Krishna dienen. Also es ist ja völlig egal, was für ein Karma ich habe. Ich kann ja Krishna dienen mit dem, was ich habe. Von daher, klar, Krishna könnte diese Grenzen einfach auflösen oder verschieben oder verändern. Aber wozu? Es bringt ja nichts. Es macht keinen Unterschied. Für die bedingte Seele, die denkt, oh, dann könnte ich Krishna dienen. Wenn ich nur 10 cm kleiner wäre oder 50 Kilo leichter oder ein Mann statt eine Frau wäre oder in einem anderen Land geboren wäre, dann könnte ich Krishna dienen. Aber das ist eine falsche Sichtweise, eine bedingte Sichtweise, die, wenn wir spirituell uns entwickeln, sehr leicht aufgeben können, weil wir verstehen, ich bin ja nicht dieser Körper. Und wenn ich nicht dieser Körper bin, dann spielen auch diese Grenzen für mich keine Rolle. Nur weil diese Grenzen für mich keine Rolle spielen, heißt natürlich nicht, dass ich sie einfach aufgeben kann. Wir können jetzt nicht einfach fliegen wie die Vögel oder schwimmen wie die Wale, weil wir haben nun mal diesen menschlichen Körper mit seinen Einschränkungen. Aber für mein spirituelles Leben machen sie absolut keinen Unterschied. Die Herausforderungen sind da, ja. Aber die Möglichkeit, Krishna zu dienen, ist so oder so da, egal wie der Körper aussieht. Von daher, klar, Krishna kann es machen. Es gibt auch einige Beschreibungen im Bhagavatam von Dingen, die wir als Wunder bezeichnen würden. Aber das passiert meistens eher, um andere Menschen auf spirituelles Leben aufmerksam zu machen, nicht so sehr für diese Person. Beantwortet das deine Frage? Ja. Letzte Frage. Ja. In diesem Vers ging es um astrologische Aspekte und Ritualen, die sozusagen beeinflussen, als Wissenschaft sozusagen, das Funktionieren solche Sachen. Sollen die Devotees das glauben und das richtig das halten, oder die sollen am besten nur alles im Krishna-Griff. Du hast gerade gesagt, es geht um astrologische Wissenschaft und Rituale. Interessanterweise, Prabhupada spricht hier nicht über astrologische Rituale, um astrologische Einflüsse aufzuheben, sondern Prabhupada spricht darüber, dharmisch korrekt zu handeln. Weil ein Ritual ist ein Quick-Fix. Ein Ritual ist so, ich habe Kopfschmerzen und nehme eine Schmerztablette. Und dann sind die Kopfschmerzen weg. Das ist ein Ritual, um irgendwo einen astrologischen Einfluss zu balancieren, zu neutralisieren. Aber wenn ich an meinem Handeln, an meiner Motivation, an meiner Denkweise nichts ändere, na, dann kommt dieser schlechte karmische Einfluss immer wieder und ich muss immer wieder irgendwelche Rituale vollführen. Ja. Das ist genauso, wenn du sagst, ich möchte gerne abnehmen und ich nehme jetzt irgendeine Tablette, um Gewicht zu verlieren und ziehe mir dann trotzdem eine Schokolade nach der anderen rein, na, dann wird nicht viel passieren. Das heißt, diese Wissenschaft oder diese Naturgesetze zu leugnen, ist idiotisch, weil die gibt es nun mal. Wir leugnen genauso wenig das Naturgesetz der Schwerkraft. Wir können zwar sagen, na, da glaube ich nicht dran, oder es existiert für mich nicht, na, aber wenn dir dann der Apfel auf den Kopf fällt, hat es für dich doch existiert. Oder wenn du stolperst und auf die Nase fällst. Nur weil du nicht dran glaubst, fängst du nicht an zu schweben. Das heißt, diese Naturgesetze nicht zu akzeptieren, ist Idiotie. Aber Prabhupada sagt, klar, es fällt uns nicht unbedingt leicht, sie zu akzeptieren, weil sie so subtil sind. Wir können sie mit diesem grobstofflichen Körper nicht messen, nicht wahrnehmen. Du kannst Karma nicht im Labor messen durch ein chemisches Experiment oder ein physisches Experiment. Das heißt, da kommt Philosophie mit ins Spiel. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Naturgesetz, dass wenn wir uns unser Leben und alle Leben um uns herum objektiv anschauen, können wir es wahrnehmen. Sekundäre Wahrnehmung, können wir diese Naturgesetze wahrnehmen. Aber wenn Devotis jetzt anfangen zu denken, na, ich diene Krishna, dann habe ich damit nichts mehr zu tun, das ist ein unreifes Verständnis. Das habe ich ja eben schon gesagt. Eine reife Spiritualität bedeutet auch ein reifes materielles Handeln. Und ein reifes materielles Handeln bedeutet, uns gemäß den Gesetzen des Dharma zu unterwerfen.
ethisch-moralisch korrekt zu handeln. Und das ist ein Riesenthema, da kann man tagelang drüber sprechen, was das alles beinhaltet. Ausbeutung der Natur, nicht dharmisch. Ausbeutung anderer Menschen, nicht dharmisch. Selbstausbeutung, auch nicht dharmisch. Von daher als Devoti zu denken, na, das hat mit mir nichts zu tun, ist kein sehr reifes Verständnis. Aber Rituale zu vollführen, macht auch nicht, macht auch keinen Sinn. Gerade als Devoti macht es keinen Sinn. Weil wir nochmal zusätzlich verstehen, na, es gibt ja auch Krishnas Kontrolle in unserem Leben. Und der kann alles verändern. Prabhupada hat mal gesagt, das ist interessant, Devotis, wenn es ums Thema Astrologie geht, dann wird meistens eine Geschichte von Prabhupada zitiert. Dass ein Astrologe wollte Prabhupada in Mayapur sehen und hat sich mit ihm unterhalten. Und als Prabhupada hat respektvoll zugehört für ein paar Minuten, als er dann gegangen ist, hat er gesagt, Karma finished. Ja, mit einem Handschlag kann Krishna alles. Er wollte damit den Devotis zu verstehen geben, ja, hört nicht so sehr auf die Astrologen. Krishna kann alles verändern. Aber hier macht Prabhupada ganz klar und deutlich, das ist ein Naturgesetz. Die Naturgesetze können wir nicht einfach ignorieren. Die beeinflussen uns, ob wir es wollen oder nicht, ob wir daran glauben oder nicht. Aber wie wir damit umgehen, das ist die Frage. Und einfach nur Rituale zu vollführen, das sicherlich nicht. Da hat auch Prabhupada von abgeraten. Prabhupada hat zwar auch gewisse astrologische Rituale und Gepflogenheiten der Astrologie geschuldet eingehalten, aber meistens eher um die indische Bevölkerung, für die das sehr wichtig ist, nicht vor den Kopf zu stoßen. So hat er zum Beispiel Tempeleröffnungen an einem astrologisch günstigen Tag gemacht. Er hat bestimmte Rituale auch in den Tempelöffnungen mit durchgeführt, um die Brahmanen in Vrindavan zum Beispiel nicht zu verärgern oder vor den Kopf zu stoßen. Aber wenn man sich Prabhupads Philosophie anschaut und Prabhupads Handeln und Prabhupads Predigen, dann ist nur ein Aspekt, der im Vordergrund steht, und das ist der reine Pragmatismus. Was funktioniert, funktioniert. Prabhupada hat den Hippies nicht gesagt, oh, ihr müsst jetzt erstmal dieses Ritual machen und jenes Ritual, bevor ihr irgendwie hier einen Tempel öffnen könnt. Er hat gesagt, zu jedem seiner Schüler hat er gesagt, geh raus in eine andere Stadt und öffne ein Zentrum. Und das haben die einfach gemacht. Und Prabhupada war mit denen genauso zufrieden wie mit den Priestern in Vrindavan, die ein sehr ausführliches und kompliziertes Ritual für die Tempelöffnung gemacht haben. Das heißt, oder Prabhupada hat den Devotis nie empfohlen, oh, mach jetzt dieses oder jenes Ritual, chante irgendein Mantra, trage irgendeinen Stein, um den Einfluss von irgendeinem Planeten auf dich abzumildern. Chanten, das war Prabhupadas Antwort. Und das nicht dogmatisch, sondern aus einem tieferen Verständnis heraus. Warum? Weil Krishna ist derjenige, der sich um uns kümmert, der uns beschützt, der unser Karma für uns manifestiert. Das heißt, wenn wir uns an Krishna wenden, mit der Motivation, Krishna, tu das Beste für mich, damit ich dir dienen kann, na, dann manifestiert sich unser Karma auch so, dass es uns hilft im spirituellen Leben. Aber zu sagen, na, das existiert nicht für mich, ich chante, für mich existieren die Naturgesetze nicht mehr, das ist sehr unreif. Vielen, vielen Dank. Ich schaue gerade nochmal, ob bei Zoom noch jemand eine Frage hat. Wenn das der Fall ist, dann schreibt sie kurz in den Chat oder hebt eure Hand. Nein, ich sehe nichts. Dann bedanke ich mich bei euch allen für eure Aufmerksamkeit. Falls jemand sich heute das Frühstück verdienen möchte, dafür ist er eingeladen oder ist sie eingeladen, nach dem Frühstück zu bleiben und beim Streichen mitzuhelfen. Heißt nicht, dass ihr sonst kein Frühstück bekommt. Jeder bekommt Frühstück, jeder bekommt Prasadam. Aber wer danach Energie verspürt, etwas zu tun, es gibt genug zu tun, dann seid ihr herzlich eingeladen. Srila Prabhupada ki jai.